Au, willkommen zurück, ihr kleinen Wölfchen, zu Werewolf the Apocalypse. Ja, es geht weiter, nachdem wir jetzt alles hier weggemetzelt haben und den Kampf einigermaßen überlebt haben. Oh. Ich wollte schon sagen, hier geht wieder was ab. Oh, Kacke, noch ein Werwolf. Aber kein guter, denke ich. Ludmilla. Call. Tell AD. No. Please, no. Oh, Kacke, ich hab so gewusst, dass das passiert. Mit unserer Frau. Zielarretierung. Mit RS kann ich einen Feind arretieren. Au. Du Penner. Du misst viel. Komm her! Du hast unsere Frau getötet! Scheiß Vieh! Was macht er jetzt? Was? Die Raserei! Nach oben drücken zum Auslösen der Raserei! Raserei kann ausgelöst werden, sobald die Wut ihren Zenit erreicht hat. Während der Raserei kann der Krinos auf die Vorteile beider Haltungen zugreifen. Geschwindigkeit und Kraft! Allerdings kann der Krinos während der Raserei weder Spezialbewegungen noch Heilen einsetzen. Sobald die Wut aufgebraucht ist, endet die Raserei. Du scheiß Fee. Hinrichtung! Alter, ins Maul! Du hast unsere Frau getötet, du Schwein! Cahal! Cahal! No! Ludmilla! It's me, Cahal! Listen to me! Cahal, damn it! No! You need to fight the rage! Cahal, let's refeed! Stop it! No! Oh, Kacke. What have I done? Rafik. There's no time to mourn. We need to go. Was ist das für ein Penner? Sag mal, jetzt haben wir einfach noch einen von unseren Leuten getötet. In der Raserei.
Just reported back to base. Not that there's anything to report. No kidding. Though I guess we've got a special guest coming tonight. Yeah, an Endrin rep, no less. She should be here soon. You know they're hiring, right? Think you'd ever make the move to Endrin? Hey! What the... All clear, Dusk. We're good to go. Five years ago, I abandoned the woods of Tarker's Mill. I abandoned my cairn. Endrin killed my wife. I gave in to rage. The worm touched my soul. I had to leave my daughter. It was the hardest decision I ever made. And in other news, Endrin is joining the fight against global warming. The energy company today announced that their new biofuel will be hitting the market soon. This revolutionary new formula will be unveiled alongside the opening of their new headquarters in... This exile was my only choice. I'd become a danger to my pack. I often wonder what's become of them. Of Rotko. Of Ava. Of Adi. This is the closest I've been to Tarker's Mill in 5 years. Oh, man. How much time do we have before they notice the guards on the outside have gone quiet? They report in by radio every hour. That's our deadline for getting our hands on the explosives and getting out of here. Echt übel, dass er seinen Rudel verlassen musste. Und naja, weil ich meine, er hat ja immer ein anderes Mitglied getötet. Let's go through the plan again. Just to make sure everything's clear. You've got to swap the delivery label on the crate of explosives intended for Endrin. You do that, and they'll load us up with smiles on their faces. All you've got to do is open the gate to their delivery bay for me. I'll create a diversion while you're exchanging the labels. Got it. We'll have to play it tight, though. One hiccup and the plan falls through. We'll have you sneak around back by their storage facility. Security should be pretty thin there, especially if you go through the ventilation ducts. Schau mal gerade sein Tattoo an. Ganz oben ist das Symbol der Weberin drin. What do your clients intend to do with them anyway? Weatherstormers? They're planning on blowing up a big Magadon pharmaceutical plant. Good fucking riddance. I know Magadon's methods. They're the scum of the earth. And guess what? These explosives were originally headed to Endrin, another megacorp of assholes. Stealing from them is just icing on the cake. All right. I'm off. Hey, before you go, are you sure you're up for this, man? You seem kind of stressed out back in the truck. I'm fine. Come on, we've got a job to do. Right. If you need me, I'm just a chirp away. Good luck, brother. Okay. Na gut. Was da oben muss ich rein? Geht das so als Mensch? Oder als Wolf? Ich bin aber gespannt, was es sonst noch für ein Content gibt. Kann man hier noch so ein bisschen nebenbei was machen? Oder muss man immer nur die Wege ablaufen? Also bei Styx, da ging das ja super. Da konnte man auch nebenbei andere Sachen sammeln, noch andere Gebiete erkunden. Fand ich schon sehr cool. Und zapp. So, mal für das Wölfchen.
Da sind zwei Wachen. Nicht von den Kameras entdecken lassen. Ui. Wie gut, dass die überhaupt nicht sichtbar sind, die Kameras. Den schon mal. Ich hoffe, der andere bleibt da jetzt auch. Knacks. Haha. Hey, 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 hey. I'm inside. Good. Try to keep a low profile, would you? Endrin reached out to me, you know. They're hiring and the pay's pretty good. I'm sure it is. They're going toe-to-toe with a group of activists right now. Lambda Mankind. If I were you, I'd stay here. Keep your head down. Er ist aber auch ein echt schöner Wolf, muss man mal sagen. Hübscher Wolf. Oh nein. What? Put it down. Oh nein, ich dachte nicht, dass er sich gleich umdreht. Stay on your guard. Trespasser sighted. Oh nein, das ist aber bescheuert. Ich hätte ihn gleich abballern sollen. Ich dachte, ich kann mir den so schnappen, den Kerl. Endrin reached out to me, you know. They're hiring and the pay's pretty good. I'm sure it is. They're going toe to toe with a group of activists right now. Lambda Mankind. Oh, komm mal. If I were you, I'd stay here. Keep your head down. Ich kann direkt aus dem Wolf in den Armbrustmodus springen. Geht das auch so? Oh ja, geht auch. Knacks. Knacks. Haha. War gut. Ich finde das total fancy. Guck mal, wie er abgeht hier. Und so ganz leise auch noch. Also der Wolf-Modus gefällt mir bisher am besten. Stirb! Gibt's hier was Schönes? Nein? Kameras ausschalten vielleicht? Oder die Tür einfach öffnen? About their new biofuel. They say they're going green by the end of the year. The only thing green about that fuel is the label. It's the same shit with new branding. A marketing stunt. Yep, glaube ich nämlich auch. Die machen das doch nur für eine bessere Publicity. Die Umwelt ist denen wahrscheinlich total egal. Also ich meine, das passt ja ganz so zum Feindbild des Spiels. Ich meine, wenn die jetzt auch mal die Guten wären, das würde mich wundern. Aber ich finde es cool, weil das hier rübergebracht ist, diese drei Säulen von Gaia. Also einmal halt dieses Chaos, das ist der Wyvern, haben wir ja gehört. Das Böse. Ist das auf? Ne, das ist zu wahrscheinlich, ja. Und dann wir sind so das Gleichgewicht mehr oder weniger. Ja, noch Bolzen. Penumbra-Vision. Da ist aber ganz schön was los hier im Gebäude. Da ist einer. They're not running the most attractive operation here. I mean, they're pumping out weapons for Endrin, not selling timeshares. Looks probably aren't their priority. Oh, es geht sogar auf. Reiche die Abfertigungsstelle. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? We should be able to open things up for me from there.
Ja, und das ist überall Kameras mal wieder. Lautloser Stürmer habe ich bekommen. Du bleibst mal schön hier. Will ich da rein wieder? Nee, das ist zu. Knack. Jetzt müsst ihr da zu dritt rumstehen, oder was? Arschgeigis. Lieber immer zum Wölfchen, ich finde das irgendwie cooler. Komme ich mir auch so ein bisschen weiter geduckt vor, auch als Mensch. Dusk, you're up. Honor, once I've got their attention, you go find what we came for and slap on this fancy new delivery label. Got it? Alles klar. Hüpf. Hey, you in the truck. What are you doing here? I'm just here for a pickup, man. Pickup? What are you talking about? There's no pickup on the schedule. Well, check it again. I gotta be on there. You really think I'd drive all the way out to the ass end of nowhere if it didn't happen? Schön, hat sie alle abgelenkt. Hier noch was? According to the intel we received, the crates of explosives should be stored around here. Also, mir macht das richtig Spaß, Leute. Das sieht voll gut aus, alles. Das Schleichen macht Laune. Ist vielleicht noch ein bisschen zu einfach, aber es ist ja noch der ganz frühe Anfang des Spiels. Es ist ja, wie gesagt, auch ein Rollenspiel. Es geht schon ein paar Stündchen. Alles klar. All right, Dusk. The delivery label's been switched. Then it's time for us to get the hell out of Dodge. Wait. I smell something. Give me a minute to check it out. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Sam Fisher, oder? Bedrohung und Penumbra-Vision. Mit der Penumbra-Vision kannst du spezielle Bedrohungen wie etwas Silber entdecken. Oh nö, das ist überall Silber hier. Die rechnen also schon mit uns Wölfen. Oha. Alter, diese Kampfanzüge. Legen Sie die Silberkugeln erstmal zur Seite. Der Kunde hat den Boss noch nicht bezahlt. Orloff hat angeordnet, dass nichts geliefert wird, bis die Rechnung bezahlt ist. Ja, Bestellung ist egal. 22, also Kaliber 22 Silber, 30.000 Einheiten, 40.000 und so weiter. Alter. I knew I smelled it. Silver. Whoever ordered this intends to kill Garou. Dusk, they're shipping out silver bullets. You know what that means. Change of plans? Change of plans. I need to find out who's buying these bullets and why. Buy me some more time. Krass. Ja. Die wollen uns natürlich hier jagen, die Werwölfe, huh? Ich könnte wetten, bald kommt es wieder zum Gemetzel. Es wird nicht lange so ruhig bleiben. Ich wette, ich muss hier durch, ja? Es ist ein bisschen zu viel los da draußen. Oha. Wollte schon sagen, hier kann ich nicht einfach mal alles wegmetzeln. She's from Andrin, here for the special order. The silver bullets? Who even uses that shit? Is she picking up some golden guns while she's at it? You know what they say, the client is king, especially when the client's name is Andrin. King, wer Klient ist. Also ich glaube, wenn ich was skille, ist es als erstes Stealth, weil die entdecken mich doch schon ziemlich schnell noch, finde ich. Shouldn't be much longer. You were supposed to have delivered the ammunition 1 week ago. 1 week. Endrin doesn't like waiting. Or paying, clearly. You're not getting anything until Endrin is paid up. You can tell that to your president Watkins in person. I don't
don't think you understand what's at stake here. Oh, I understand that you've just been attacked and you're looking to hit back. I also understand that you need our ammunition to do that. And we've got that ammunition right downstairs, ready and waiting to go as soon as you've paid us. Sorry, Major. The business is business. Well, fuck you two. Then we'll attack Tarker's Mill without your help. And rest assured, Mr. Watkins will hear about this. Tarker's Mill. Hey! You and I need to talk. Who are you? How'd you get in? Now, die. Oh. Ich wollte noch kurz warten, aber... Security! Alert! Ich werd mal zornig! Haha! Oh, da! Hinrichtung! Alter, Gaias Rache! Das Kanonenfutter hier einfach mal! Ey! We need additional units! Oh, Geisterpunkt. Krieg ich jetzt ein Level up oder was? Ja, du kannst einen. Tarker's Mill, my old cairn. Adana. I have to go back. Aha, okay. Geisterpunkte und Fertigkeitenbaum. Cool. So, was haben wir jetzt hier? Taktisch oder Kampf? Oder... Na, es gibt nur die beiden. Ja gut, es gibt allgemein Elan, Vigor und Raserei. Was haben wir hier? Entfesse den Wolf. Zorn gewinnt einen zusätzlichen Platz hinzu. Hä? Soll ich das denn verstehen? Spirituelle Verbindung. Der Lupus kennt entfernte Geister problemlos mit der Penumbra-Version. Geister? Scharfschütze. Zeitlupe wird jetzt aktiviert, wenn du mit der Armbrust zielst. Lauernder Jäger, wenn du Feinde ausschaltest, erhöht sich nun der Zorngewinn noch mehr. Sehr geil. Vernichte Sicherheitskameras, Verstärkungseinheiten und Geschütztürme mit Pfeilen. Was? Okay. So, Regenerationsmetabolismus. Nach einer Heilung stellt der Krinos nun zusätzliche Gesundheit wieder her, wenn er Feinde trifft. Kampfgeist, der Krinos kann nun in der Luft mit Rasen angreifen. Der Krinos kann nun brüllen. Brüllen wirft Feinde umgehend zu Boden. Oder umgebende Feinde zu Boden, so. Und Jägerhast. In der Elanhaltung regeneriert der Krinos bei erfolgreichen Treffern mehr Zorn und mehr Wut. Ah, okay. Also Elanhaltung ist halt nicht so meins. Ich habe meistens immer mehr so den... Ja, den... Wie heißt der andere? Der Wut? Die Wuthaltung? Oder Raserei? Was ist das? Während der Raserei ist der Krinos immun gegen fast alle Versuche, ihn zu unterbrechen. Schub der Weberin. Bei der Aktivierung von der Raserei wird eine automatische, kostenlose Heilung ausgelöst. Wird Feinden zu... Was? Wird Feinden während der Raserei Schaden zugefügt, halt dies den Krinos. Während der Raserei rufen erfolgreiche Angriffe Wut hervor. Beim Eintritt in die Raserei friert die Zeit mehrere Sekunden lang ein. Eieiei. Ja, der Krinos stürmt vorwärts und zerschlitzt alles in seinem Weg. Geil. Unaufhaltbarer Krieger. Stürmen erzeugt nun Wut, wenn Feinde getroffen werden. Rasiermesser hat nun einen größeren Wirkungsbereich und fügt bei Feinden in der Umgebung größeren Schaden zu. Also dieses, diese Windattacke da, diese, ne, heißt ja schon Windklauen. Willensstärke. In der Vigor-Haltung verringert sich der erlittene Schaden. Der Krinos verfügt nun über zusätzliche Gesundheit und Elan. Ach, Vigor und Elan-Haltung waren es ja genau. Ja, regeneriert der Krinos bei erfolgreichen Treffern mehr Zorn und mehr Wut. Der Krinos kann nun brüllen. Was nehmen wir denn, ist die Frage. Zorn gewinnt einen zusätzlichen Platz hinzu. Also ich habe dann 5 Zornesplätze, oder wie? Und ich frage mich auch, was das hier bedeuten soll, die Geister. Macht das irgendeinen Sinn? Also wenn, würde ich hier was nehmen, was mehr... Ja, mehr Zorn und mehr Wut. Ja, komm, nehmen wir das. Sehr gut. Jägerhast. Ist ja eigentlich auch wurscht. Ich meine, wir werden sowieso irgendwann alles skillen. Ist ja kein Problem. Dusk. What the fuck are you doing, Gal? I just had to pop a couple guards who wanted to put a bullet in my head. Get the fuck back here already. Sorry, but I didn't have a choice. Keep the engine running. We're out of here as soon as I get back. Ja.
ist das denn? Flaschen! Drücke nach oben zum Nippen an einer Flasche. Gehaltszorn wächst jedes Mal, wenn er an einer Flasche nippt. Now we're talking. Now we're talking. Brauche ich erstmal nicht, oder? Eieiei, ist immer noch alles voll. Alles klar, wenn ich mich bewege, dann geht das wieder weg. Die Roboterarme da unten. Also dann geht diese Vision, die Penumbra-Vision wieder weg. Wenn ich stehen bleibe, kann ich mich in Ruhe umgucken. Ich dachte eben, das ist nur zeitbegrenzt, aber nö. Ist wohl nur bewegungssensitiv. Ja, gut Leute, das war's dann für den Part. Ich hoffe, euch gefällt's weiterhin. Einen dritten gibt's noch. Und je nachdem, wie das Feedback so ausfällt, entscheide ich mich vielleicht dazu, das auf dem zweiten Kanal weiterzuführen. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Es macht mir echt Spaß und ich hoffe, ihr seid dabei bei Werewolf the Apocalypse. Bis dann. Ciao.